15. Dezember 2021, 8.45 Uhr. Herr Kriminalhauptkommissar Anders, Sie sind Sprecher des Landeskriminalamts Sachsen. Was können Sie uns zu dem derzeitigen Einsatz sagen im Zusammenhang mit Morddrohungen auf Telegram gegen den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer? Ja, also wie Sie richtigerweise schon angesprochen haben, sind diese Mordpläne gegen den Herrn Ministerpräsidenten Kretschmer vorausgegangen und die wurden auf einem Magazin bei ZDF, wurde darüber berichtet und aktuell laufen dazu in Dresden und im Umland ein Polizeieinsatz. Es finden Durchsuchungsmaßnahmen statt bei mehreren Beschuldigten in mehreren Objekten und der Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden und des Landeskriminalamts Sachsen wegen des Verdachtes der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdeten Gewalttat. Wie viele Polizeibeamte sind im Einsatz und welche Abteilungen? Von der Polizei sind Ermittlungskräfte des Landeskriminalamtes im Einsatz. Diese werden unterstützt durch Kräfte der Bereitschaftspolizei und ebenfalls eingesetzt waren Kräfte des Spezialeinsatzkommandos. Weshalb war die Beteiligung des Spezialeinsatzkommandos vorgesehen? Die Unterstützung unserer Spezialkräfte und Spezialeinheiten war vorgesehen, da zu vermuten war, dass einer der Tatverdächtigen und Beschuldigten im Besitz von Waffen und Waffenteilen ist, beziehungsweise anderer gefährlicher Gegenstände und Substanzen. Es ist auch davon die Rede, dass die Soko Rex des polizeilichen Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrums mit diesen Durchsuchungsbeschlüssen zu tun hatte. Könnten Sie noch mal die Rolle, das Engagement der Soko Rex kurz erläutern? Ja, also da von einem politischen Hintergrund auszugehen ist, hatte die Soko Rex im Landeskriminalamt die Ermittlungen dazu übernommen und die in Federführung der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Soko Rex ist die Abkürzung für? Die Sonderkommission zur Ermittlung gegen rechtsextremistische Straftaten. Genau, und das ist ja erst vor nicht allzu langer Zeit so zusammengelegt worden mit dem polizeilichen Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum in Sachsen. Das ist richtig, aber die Soko Rex gibt es ja schon seit den 90er Jahren. Aber man hat sozusagen die Abteilungen zusammengelegt. Die Kompetenzen gebündelt, genau. Genau. Hat sich dadurch auch die Bekämpfung des Rechtsextremismus, vor allem auch des gewaltbereiten Rechtsextremismus, also ja, verbessert? Der war seit am Beginn im Fokus und wird auch weiterhin genauso im Fokus der Ermittler bleiben, wie auch der Kampf gegen Linksextremismus. Zum Schluss würde ich gerne noch was fragen zu dem Nachrichtendienst Telegram, auf dem ja diese Mordpläne gegen Ministerpräsident Kretschmer geäußert wurden. Das ist ja ein Dienst, der gerade im Fokus der Sicherheitsbehörden und auch der Polizei, sicherlich auch des Landeskriminalamtes Sachsen steht. Was können Sie zu diesem Nachrichtendienst sagen? Wie ist es möglich, da den Beschuldigten habhaft zu werden, weil da ja auch oft nicht unter Klarnamen agiert wird? Ja, also das ist relativ schwierig. Wir haben seit Anfang des Jahres ein Bürgerportal zur Bekämpfung auch von Hasskriminalität, wo wir natürlich auch auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen sind, um da auch Hinweise zu bekommen von Bürgern, wo genau solche Drohungen über Hass und Hetze ausgesprochen werden und die wir dann natürlich zielführend ermitteln. Die Herausforderungen bei Telegram und anderen sozialen Diensten, die sind uns natürlich bekannt, ob da mit Klarnamen oder unter Verschleierung dann diese Hass und diese Bedrohungen so betrieben werden. Aber ja, das ist noch eine große Herausforderung. Aber ich nehme an, das LKA Sachsen hat so seine Wege und Möglichkeiten, weil sonst wären Sie ja wahrscheinlich nicht auf Hinweise zu den Beschuldigten gekommen. Ja, aufgrund dieser äußerst dynamischen Lageentwicklung derzeit versuchen wir natürlich jetzt uns dahingehend anzupassen, damit dass wir mit einem zielgerichteten Monitoring auch Ermittlungen und dann auch Zusammenarbeit mit anderen Behörden dort natürlich Ermittlungsergebnisse hervorrufen können. Ne? Ja, in vielen Städten und auch Orten
Sachsens sind ja solche Versammlungen oder auch Spaziergänge, wie sie genannt werden, durchgeführt worden in den letzten Wochen und Monaten, ja auch in Dresden, wo Sie sitzen. Wissen Sie, welche Rolle da Telegram spielt bei der Mobilisierung oder auch rechtsextreme Akteure? Ja, also es ist soweit uns bekannt, dass die Mobilisierung natürlich auch über die sozialen Netzwerke ganz gezielt gesucht wird und dann auch ein großes Publikum damit erreicht wird. Das, denke ich, ist nicht nur über wird nicht nur über Telegram, sondern auch über andere Messenger-Dienste geschehen. Und Ihre Erkenntnisse sind auch dahingehend zu berichten, dass rechtsextreme Akteure da eine Rolle spielen bei diesen Versammlungen, die meist abends stattfinden in den letzten Wochen und Monaten. Also davon gehen wir natürlich auch aus und haben das natürlich auch mit im Fokus und bedenken das natürlich auch bei unseren Ermittlungen. Ne? Dann bedanke ich mich sehr für die Auskünfte, Herr Gerne. Kriminalkommissar Anders. Danke.